das dein Ernst? Hey, guter Mann, auf ein Wort. Gott sei mit dir. Willst du was von mir? Oh ja, du siehst mir wie eine aus, der schon so einiges erlebt hat und nichts gegen Arbeit einzuwenden hat, die nicht ganz ehrlich ist. Ich? Unehrliche Arbeit? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Oh, verstehe. Verzeihung. Glück und Gesundheit. Das sieht nicht gut aus. Was? Wovon redest du? Dein Zahn. Der tut sicher höllisch weh. Woher weißt du hey, davon? Hey, guter Mann. Auf ein Wort. Als Mann der Medizin erkenne ich die Anzeichen eines kranken Zahns. Dein Gesicht ist aufgedunsen, du schwitzt und wie du atmest. Alles ganz typisch. Du bist Arzt? Das sagte ich doch. Auf ein Wort. Und wenn du meinen Rat willst, lass ihn ziehen. In der Stadt gibt es einen Schmied. Nein, nein, nein. Nie im Leben begebe ich mich in die Hände dieses Schlechters. Ich verstehe. Aber pass auf, ich kenne mich mit der Heilkunst aus. Ich könnte dich doch begleiten und dafür sorgen, dass alles gut geht. Das würdest du tun? Natürlich. Hey, guter Mann, auf ein Wort. Jesus, ein erwachsener Mann braucht einen zum Händchen halten. Mach dir nichts draus. Jeder noch so starke Mann hat Angst vom Zähneziehen. Ich weiß, aber... Dann gehen wir und bringen es hinter uns. Hey, guter Mann. Verdammt! Hey! Suchst du Arbeit? Was zum Teufel? Hey, guter Mann, auf ein Wort. Jesus, das ist sicher schmerzhaft, oder? Ist das dein Ernst? Keine Sorge. Es tut etwas weh, aber dann wird es dir schnell besser gehen. Wenn du meinst. Thank you.
Ich weiß nicht. Ist das nicht Zeitverschwendung? Es geht sicher von allein weg. Was? Das geht nicht weg, sondern wird nur schlimmer. Je schneller der heraus ist, desto besser. Ja, ja. Du hast wohl recht. Sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Letzten. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, die Feuer geht aus. Er säuft den Fisch, bricht ihm den Hals, bricht ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Brat den Fisch, der Kopf das Beste. Ich kann das nicht. Es ist peinlich, aber ich bin ein Feigling. Ich schaff das nicht. Na, wir sind fast da. Sei ein Mann. Du hast recht. Gehen wir. In Ordnung. Dann mal los. Halt ihn gut fest. Alles klar. Na guck mal. Erst raus. Ob er ihn als Erinnerung behalten will? Ich nehme ihn. Was? Na gut. Beste Grüße. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich. Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. Die Sonne senkt sich vom Himmel, sagt, bis eins mit der Glut mit aller Macht. Thank you.
Guten Tag. Du bist sicher der Glückspilz, von dem alle reden. Ja, das Glück ist mir in letzter Zeit hold. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt. Die Leute sagen, du hättest einen Glücksbringer. Ist das verboten? Nein, keineswegs. Ich finde es nur interessant. Warum? So einen könnte ich auch gebrauchen. Dann geh zum Schinder, der besorgt dir einen. Lass uns dein Glück auf die Probe stellen. Spielen wir um den Talisman. Ha, wie du willst. Mein Talisman gegen deine Groschen. Weißt du was? Ich hab's mir anders überlegt. Ich kaufe ihn dir ab. Du willst meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Sowas, da hat sie mir noch mehr Glück gebracht, als ich dachte. Danke. Guten Tag. Wegen der anderen Gegenstände, die du wolltest. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar. Na, was hast du für mich aufgetrieben? Der Zahn des völlig unheiligen Laienbruders Prokop. Das mag jetzt stimmen, aber es kann sich noch ändern. Man weiß nie, was das Leben bringt. Ah, mag sein, aber der war nicht leicht zu kriegen. Wenn hier jemand Wunder wirkt, dann ich. Nun übertreibe mal nicht. Eine Katzenpfote, bitte sehr. Sehr schön. Hoffen wir, sie bringt uns ebenfalls Glück. Das ist vorerst alles. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich denke. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Ist das genug? Immer noch zu viel. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Thank you.
Heinrich, schön, dass du da bist.